Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start und heute schauen wir uns wieder ein Video von Chiara. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen hoch freuen, Abonnement und ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern und meiner Schülerschaft und schaut doch da auch nochmal rein. Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und bevor es losgeht, habe ich nochmal was für euch, also schaut nochmal hier rein. Jetzt neu bei uns, Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevyvocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99 €. Wie singst du mit Power? Was ist Mix Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevyvocalstudio.com. Let's go! Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt einen Namen. So wunderschön und wertvoll und mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du schläfst neben. Ja, aber bis hierhin auf jeden Fall sehr schön hauchig angefangen und dann wieder mit klarer Stimme ausgesungen. Das hatten wir letzte Woche im Gruppenunterricht gehabt, dass wir so ein bisschen mehr mit verschiedenen Stimmansätzen arbeiten. Dass man vielleicht mal hauchig anfängt und dann die Strophe ein bisschen mehr mit mehr Stimmdruck aussingt oder dass man umgekehrt, ne, das hat sie gemacht. Ich habe einen Schatz gefunden. Und das war schon wieder... Ich habe einen Schatz gefunden. Und ihr seht, ich habe einen Schatz gefunden. Das heißt, das war schon wieder ganz klar ausgesungen. Super. Lass uns nochmal weiterschauen. Mir ein, ich könnte dich die ganze Nacht betrachten. Sehen, wie du schläfst, hören, wie du atmest, bis wir morgen erwachen. Geschafft, mir den Atem zu rauben. Wenn du neben mir liegst, dann kann ich es kaum glauben, dass jemand wie ich so schön ist wie dich. Der Sänger muss sich ganz auf das Piano einstimmen und man muss mal genau gucken, was ist die richtige Balance. Wie viel Power gebe ich jetzt und wie viel Druck gebe ich jetzt? Ganz viele Anfänger machen immer den Fehler, also nicht Chiara, sondern jetzt allgemein Anfänger, die hier ins Studio kommen, die machen immer den Fehler, dass die gar nicht auf die Musik hören. Und die Musik ist der Indikator für den Sänger, zu gucken, wie viel Gas muss ich jetzt geben. Nichts gibt dir den Indikator außer die Musik. Das heißt, wenn mehr Instrumente dazukommen, das heißt, dass der Sänger dann ein bisschen mehr Gas geben muss. Das heißt, wenn du ein Piano hörst, dann musst du dir als Sänger überlegen, okay, was für gesangstechnische Möglichkeiten habe ich jetzt? Singe ich jetzt ein bisschen sachter? Singe ich jetzt ein bisschen hauchig? Singe ich jetzt mit ein bisschen mehr Rasp? Singe ich das Ganze jetzt mal ein bisschen mit Crescendo? Wie singst du die Strophen aus? Singst du das eher melodisch oder machst du das eher im Sprachgesang? Das heißt, das sind alles, alles Möglichkeiten, die du hast. Und was wir jetzt hier haben bei ihr, wie sie das so macht, ist halt auch so eine kleine Mischung, ne? Zwischen hauchig, klar ausgesungen, bisschen Sprechgesang, aber dann wieder ein bisschen mehr melodisch. Sprechgesang ist auch nicht gleich wieder melodisch aussingen. So, lass uns mal schauen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Genau, für dich als Sänger ist auch, also sie hat jetzt ein paar Riffs eingesetzt, aber sie hält sich bis jetzt genau an die Coverversion und das ist auch, ich glaube, man muss auch immer gucken, wie viel kann man jetzt aus dem Song rausholen, was sind deine Möglichkeiten, kann ich jetzt die Melodie nochmal durchbrechen, was kann ich einsetzen in einem Song, bisschen mehr Staccato, ein bisschen mehr Riffs oder Runs, singe ich das aus mit einem Vibrato, das sind jetzt so Fragen und hier hat sie das nochmal mit so einem Riff ausgesungen, am Ende, an zwei Passagen, aber bis jetzt hält sie sich auch sehr, ne? Man kann auch damit nichts falsch machen, das ist eigentlich auch richtig, lieber safe, play safe. Ne? Ich sage auch mal zu meinen Schülern, wenn es zum Thema Auftritt kommt, lieber auf Nummer sicher gehen, als jetzt wie Christina Aguilera immer
überall Riffs und Runs und weiß ich nicht, da nochmal so ein Growl oder so. Lass uns mal gucken, ob da jetzt nochmal was Interessantes passiert, weil bis jetzt bewegt sich das alles halt so auf einer Lage auch, ne? Tonal passiert da jetzt auch nicht so viel. Dein Lachen macht süchtig, fast so als wär es nicht von dieser Erde. Ja, und da habt ihr schon gesehen, der Indikator für sie mehr Power zu geben, war in dem Fall das Piano. Jetzt hat das Piano so richtig in die Tasten gehauen. Man hat richtig gehört, wow, jetzt geht's ab, ne? Das heißt, auch das Piano zeigt so ein bisschen auch die Richtung an, Musik verändert sich. Das heißt, sie kann jetzt so ein bisschen mehr durchpowern. Bei solchem Song steht ja auch sowieso mehr die Emotionalität, die Geschichte, diese Liebesgeschichte oder dieses Gefühl steht ja da viel mehr im Vordergrund. Und das will man da natürlich nicht kaputt machen, wenn man da jetzt Millionen Riffs oder Runs macht. Ne? Da muss man eben auch gucken, was ist eigentlich wichtiger. Bin ich jetzt Geschichtenerzähler, bringe ich die Emotion mehr in den Vordergrund oder zeige ich jetzt mal so richtig technisch, was ich drauf habe? Und die Leute, also grundsätzlich kauft ja keiner eine Platte, weil er sagt, boah, das fand ich jetzt technisch so gut durchgesungen. Die Leute kaufen eine Platte, weil sie berührt, weil sie sich berührt fühlen, weil dann die Emotion vordergründig ist, weil sie sich damit identifizieren können. Nicht jeder kauft eine Platte, weil man das Gefühl hat, oh, der Sänger ist jetzt, der kann wirklich 5 Oktaven singen, wie Mariah Carey. Ne? Also, so, ich muss nebenbei nochmal gucken, ob die Kamera auch an ist, weil ich habe eine neue Kamera. So, thank you. Ja, sie gibt dementsprechend auch mehr Gas. Ihr seid so lang, bis ich sterbe. Betank mich mit Kraft, nimm mir Zweifel von den Augen, erzähl mir 1000 Lügen, ich würd sie dir alle glauben. Doch ein Zweifel bleibt, dass ich jemand wie dich verdient hab. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest. Ja, super. Und da hat sie mal so ein bisschen die Melodie durchgebrochen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Die ist auch aufgestanden jetzt, ist auch gut, weil die Dynamik des Songs sich verändert. Das heißt, man erzählt jetzt was anderes. Beim Popsong ist es auch nicht anders wie bei einem Musical-Song. Und wer zum Beispiel selber Schauspieler ist oder wer sich damit Storytelling auskennt, der weiß, wir analysieren die Stücke. Ne? Was passiert jetzt in dieser Geschichte? Und da gibt es einen ganz tollen Professor, Scott Harrison, ich liebe den, ich besuche immer seine Workshops, er macht ganz viel. Und der erzählt über das Thema The Hero's Journey. Und das ist halt wirklich spannend, weil da ist halt ein Charakter und dieser Charakter führt dich von A bis nach Z und du musst halt diese ganzen Emotionen widerspiegeln. Und das finde ich auch interessant. Was ich immer nicht verstehe bei DSDS ist, warum haben sie keine Background-Singers? Weil mein Nase ist total verstaubt. Also heute klinge ich richtig nasal, mein Gaumensegel hängt auch so. Ich habe ein abgelaufenes Deo benutzt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So ein schönes Parfum-Deo. Und ich merke, wie mir das sofort die Nase dicht gemacht hat. Also mein Gaumensegel hängt heute richtig so wie meine... Naja, egal. Auf jeden Fall, was ich jetzt dazu sagen wollte ist, DSDS, wo sind eure Background-Sängerinnen? Da könnte man jetzt so tolle Harmonien einbauen. Harmonien einbauen, egal. Da könnte man jetzt... Ich muss jetzt mal den Gaumensegel mal annehmen. Das ist in jedem Video immer dasselbe. Jedem verdammten Video, was ich mache. Na gut, egal. Das kann man... Okay. DSDS hier nochmal, dritter Ansatz. Warum habt ihr dort keine Background-Sängerin? Das wäre doch sensationell, mal so ein wunderschönes Lied mit ein paar Harmonien zu hören. Das ist doch klasse. Ich meine, Background-Sängerinnen kosten nicht viel. Also ich bin gar nicht jetzt in Singapur. Aber es gibt so tolle Sängerinnen, die ihr doch in Köln engagieren könnt. Die würden es auch nicht für Kleingeld machen. Aber einfach nur, weil sie Lust auf das Projekt hätten. Macht es nicht für Kleingeld, bitte. Wir wollen uns nicht unter Wert verkaufen hier. Daher, da könnte man doch super einen Dreisatz machen, Dreiklangharmonie oder so. Also da ist es schade. Schade. Das wertet auch die Sendung auf nach meiner Meinung. Sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Ja, sie hat so ein bisschen,
Sie hat so, so ein leichtes Zittern, ne? Oder so, einen leichten Shake hat sie da. Und der kann aus der Hat, das kann aus vielen verschiedenen Gründen kommen. Also erstmal der Atemfluss, dass man da nochmal ein bisschen mehr in die Atmung reingeht. Jetzt muss ich niesen, weil wegen diesem Deo. Oh Gott, furchtbar. Es ist wie verhext. Es ist wirklich wie verhext. Sie hat so beim Abgang so ein leichtes Shaken. Und wie ich gerade sagte, es kann halt an dem Atemfluss sein, dass da einfach im Englischen sagt man, da ist halt kein subglottical pressure. Es ist jetzt sehr technisch und sehr schwierig. Das heißt, um zu singen, um klar zu singen, um stabil zu singen, braucht man auch eine gewisse kraftvolle Art von Atmung, würde ich jetzt mal sagen. Die Stimmbänder werden eine gute Atmung, wo die Stimmbänder sich richtig schließen können, gepaart mit dem Zwerchfell und mit dem Muskeleinsatz vom Körper. Das heißt, das Zittern kann auch dadurch kommen, dass du nicht genug Energie aus dem Körper hast, im Sinne von Muskeln, die sich einsetzen, oder dass man da nochmal in den Atemfluss reingucken muss, dass der Atemfluss ein bisschen stabiler ist, gerade beim Aussingen. Das ist jetzt auch mal so ein spannendes Thema. Meine Lieben, schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblingsauftritt ist aus der letzten Staffel. Denkt daran, Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und hier kommen jetzt im Anschluss die anderen Analysen, die ich gemacht habe von Chiara. Daumen hoch, Abonnement und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Jetzt neu bei uns, Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevivocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99 €. Wie singst du mit Power? Was ist Mix Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevivocalstudio.com.